Okay. Herzlich willkommen zur Vorlesung. Ich hoffe, ihr seid nicht zu verwirrt. Thomas lässt sich heute entschuldigen und ihr müsst heute mit mir Vorlieb nehmen. Ich denke, das sollten wir aber hinkriegen. Wenn jetzt alle fluchtartig den Raum verlassen, dann würde mich das ein bisschen verletzen, aber ansonsten ist es in Ordnung. Gut. Wir sprechen heute über Anforderungen an Software und wir sehen hier im Hintergrund zumindest ja so schräg rechts, glaube ich, kommt irgendwann die Bibliothek. Und Anforderungen bei Software verbindet so ein bisschen Bücher mit Software. Für alle die schon ein bisschen was in der Softwareentwicklung gemacht haben. Heute reden wir über diese ganzen von vielen verhassten, aber durchaus häufig gebrauchten Lasten- und Pflichtenhefte und genau alle weiteren Bücher, die es so gibt. Warum möchte man das überhaupt? Naja, das große Problem bei Software oder was Softwareentwicklung so schwierig macht, ist, dass wir so viele unterschiedliche Rollen bzw. so viele unterschiedliche Akteure mit verschiedenen Rollen haben, die alle eine unterschiedliche Meinung zu Software haben und die alle unterschiedliche Interessen an die Software haben. Das heißt, wenn wir wieder zurückgehen zu unserem allseits beliebten Cartoon, wir haben hier den Kunden, der erklärt, wie er sein Produkt gerne haben möchte am Ende. Wir haben dann den Projektleiter, der versucht, das zu verstehen, was der Kunde ihm sagt. Der Analyst designt dann irgendwas und wenn der Programmierer das dann im Endeffekt implementiert, hat das tatsächlich nichts mehr mit dem zu tun, was der Kunde erklärt hat. Wir sehen hier zwei kritische Punkte, nämlich einmal direkt beim zweiten. Es ist, wie der Projektleiter es verstanden hat. Ja, das heißt noch nicht, dass auch das ist, was der Kunde erklärt hat. Das kann durchaus was Unterschiedliches sein. Zweiter kritischer Punkt ist tatsächlich, dass der Kunde zwar versucht hat zu erklären, was er wollte, tatsächlich aber was ganz anderes meinte. Ja, das heißt, das, was er tatsächlich wollte, hat im Grunde gar nichts damit zu tun oder wenig damit zu tun mit dem, was er vorher erklärt hat, aber auch wenig mit dem, was der Projektleiter tatsächlich verstanden hat. Und wir konzentrieren uns quasi heute auf diese drei Teile. Also, wie erklärt es der Kunde, wie versteht es der Projektleiter und was braucht der Kunde eigentlich? In der perfekten Welt sind alle drei Schritte gleich. Also der Kunde weiß genau, was er erklärt, der Projektleiter versteht genau, was er meint und das ist auch genau das, was der Kunde dann will. Wie gesagt, in der perfekten Welt, in der echten Welt sieht das alles ein bisschen anders aus und darauf kommen wir jetzt. Das heißt, was machen wir heute? Wir beschäftigen uns erstmal damit, was sind überhaupt Anforderungen? Also was will denn der Kunde haben? Wie kann ich diese Anforderungen beschreiben? Und was für Arten von Anforderungen habe ich überhaupt? Im zweiten Teil beschäftigen wir uns dann damit, wie kann man diese Anforderungen tatsächlich ermitteln und aufstellen? Also was für Techniken habe ich? Und was sind überhaupt gute Anforderungen? Denn offensichtlich gibt es gute und schlechte Anforderungen, um sie jeweils umzusetzen. Im dritten Teil beschäftigen wir uns dann schließlich damit, wie kann ich dann diese Anforderungen so festhalten, dass sie möglichst im weiteren Projektverlauf hilfreich für mich sind. Okay. Jetzt im ersten Teil beschäftigen wir uns erstmal damit, welche Anforderungsarten gibt es. Wir gehen auf Pflichten- und Lastenhefte ein und am Ende von diesem ersten Teil solltet ihr tatsächlich schon selber eure ersten Anforderungen schreiben. Das heißt, wir versuchen das auch so ein bisschen praktisch umzusetzen. Okay. Starten wir direkt mit der ersten Anforderungsart und bei der ersten Anforderungsart handelt es sich um Benutzeranforderungen. Also im Grunde das, was der Benutzer für Anforderungen an das System hat. Und diese Benutzeranforderungen sagen quasi aus, was der Nutzer von dem System erwartet und was das System dann im Endeffekt leisten soll. Das wird üblicherweise eher in natürlicher Sprache umgesetzt, manchmal auch in Diagrammen, das sehen wir dann im dritten Teil. Und es gibt im Grunde einfach nur an, was kann das System und unter welchen Bedingungen soll es überhaupt laufen? Also, was möchte der Nutzer überhaupt? Das kann beliebig ja, präzise sein, also es kann von sehr oberflächlich sein, wenn mein Nutzer zu mir kommt und sagt, ich möchte gerne ein Auto und das soll fahren, ist das sehr oberflächlich, aber es ist eine Anforderung, bis zu beliebig präzise, ich möchte gerne ein Auto, das automatisch die Spur halten kann und ja, entsprechend einlenkt, wenn eine Kurve kommt. Diese Benutzeranforderungen sind im Grunde die Beschreibung aus Sicht des Nutzers, der sagt, was und wofür brauche ich diese Software und ist dementsprechend das sogenannte Lastenheft oder auf Englisch dann User Requirement Document. Beispiele für solche Benutzeranforderungen
sind jetzt wieder aus dem Kontext der Corona-Warn-App, hatten wir, glaube ich, schon ein paar Mal als Beispiel in der Vorlesung, wenn ich das richtig mitgekriegt habe. Genau, und hier sind quasi zwei mögliche Beispiele an Anforderungen an die Corona-App, die vielleicht mal in die Corona-App gestellt wurden. Ich meine, ihr habt die App alle benutzt, das heißt, ihr wisst, ihr konntet das natürlich alles, aber irgendwo gab es mal Anforderungen, die da gemacht wurden. Und so können wir als erste Anforderung haben, dass wir sagen, die Corona-App sollte bitte Kontakte tracken durch irgendwie zufällige IDs und das immer lokal speichern. Und die zweite Anforderung wäre, wenn ich dann ein positives Testergebnis habe, dann soll das durch die Corona-App auch entsprechend weitergegeben werden an meine Kontakte, damit die auch wissen, aha, ich habe ein erhöhtes Risiko. Wir sehen hier in der zweiten Anforderung tatsächlich auch schon so eine kleine Bedingung, die sagt, das soll irgendwie über einen QR-Code, soll das eingelesen werden, einfach damit nicht einfach jeder blind anklicken kann, ja, ich bin positiv und dann irgendwie so eine ganze Welle von falsch-positiven Meldungen auslöst, das ist ja irgendwie unpraktisch. Das heißt, wenn ihr euch daran erinnert, falls wer von euch mal Corona-positiv war, ich war das, da hat man so einen QR-Code gekriegt, den hat man dann eingescannt und konnte den in der App damit entsprechend verteilen. Okay, das sind quasi die ersten zwei relativ simplen Benutzeranforderungen, die wir haben. Und wieso brauchen wir solche Anforderungen überhaupt? Wir haben hier ein Zitat von Tony Hua, glaube ich. Großer Pionier der Informatik, hat unter anderem Quicksort erfunden. Das müsst ihr euch, glaube ich, allen was sagen. Genau. Und der sagt, das Wichtigste oder die wichtigste Eigenschaft, die ein Programm erfüllen muss, ist, dass es das tut, was der User braucht. Soweit, so naheliegend. Ist tatsächlich mittlerweile durch Marktinteressen, durch so die großen Big Player ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Also früher war es tatsächlich so, mein Anwender hat ein Problem, die Software soll das Problem lösen, wenn die Software mein Problem gut gelöst hat, gute Software. Mittlerweile wissen wir, dass viele große Firmen gar nicht mehr so richtig das Nutzerinteresse im Vordergrund stehen haben, sondern eher den Nutzer binden wollen. Die wollen den an sich binden, die wollen, dass er möglichst süchtig wird nach meiner Software. Gibt es verschiedene Studien zu. Und das rückt dann eher in den Vordergrund als das tatsächliche Produkt. Aber das nur zum Hintergrund. Genau, wir sehen, dass diese User Requirements beziehen sich offensichtlich gerade eher auf Anforderungssoftware, auf Anwendungssoftware. Man kann das natürlich auch für Systemsoftware entsprechend formulieren, dann ist der Nutzer halt das andere System oder das andere Programm, was die Systemsoftware dementsprechend nutzt. Gut, nur mit Nutzeranforderungen kann ich aber nicht so richtig weit kommen in meinem Programm, weil mir das alles ein bisschen zu unspezifisch ist, sondern ich muss mir auch noch Gedanken machen, wie setze ich denn diese Nutzeranforderungen dann tatsächlich in meinem Programm um. Und damit kommen wir tatsächlich zu den sogenannten Systemanforderungen. Ja? Systemanforderungen sind eine detailliertere Beschreibung der Anforderungen des Nutzers. Das heißt, sie versuchen möglichst schon festzuhalten, wie exakt soll das denn dann alles implementiert werden, gehen ein bisschen mehr auf die technischere Sicht ein, nutzen vielleicht auch schon technischere Begriffe und sind ein bisschen näher an der Implementierung. Ja? Das hält man dann fest im sogenannten Pflichtenheft oder System Requirements Documents. Und dieses Pflichtenheft könnte tatsächlich schon so eine Art Vertrag sein zwischen Kunde und Softwareentwicklung. Das sagt, wenn wir alles das erfüllen, was im Pflichtenheft steht, wie das umgesetzt werden soll, dann können wir diese Software als erfüllt und gut ausgeliefert betrachten. Dieser Prozess, den ich jetzt so einfach in 2 Minuten dahin geworfen habe, von Nutzeranforderungen zur Implementierung zu bekommen, ist nicht einfach. Ja, wir haben verschiedene Möglichkeiten, Sachen zu implementieren, die der Nutzer will. Wir müssen irgendwie ausloten, was ist vielleicht die beste Möglichkeit, das zu entwickeln. Es kann auch dazu kommen, dass wir im Prozess feststellen, so wie wir uns das ursprünglich mal gedacht haben in unserer Planung, funktioniert das gar nicht. Wir müssen das nochmal ummodeln. Ja, das heißt, so einfach wie das hier klingt, ist das gar nicht. Gut. Das heißt, Systemanforderungen sagen quasi, wie setzen wir das um vor. Die Nutzeranforderungen haben gesagt, was wollen wir überhaupt und warum. Und die Systemanforderungen sagen, wie setzen wir das um. Wenn wir also wieder das gleiche Beispiel wie vorher betrachten für die Anforderungen, wir erinnern uns, wir hatten 2 User, die mit ihrem Handy aneinander vorbeilaufen und im besten Fall als Corona-Kontakt irgendwie getrackt werden sollen, dann könnten das hier dementsprechende Systemanforderungen dazu sein. Ja, das heißt, wir sagen dann hier schon, okay, wir sagen jetzt nicht nur, wir hatten vorher einfach nur geschrieben, das sollte
Kontakte tracken. Wie genau ein Kontakt definiert ist, haben wir nicht gesagt, ja. Und wenn wir jetzt hier an der Stelle sind, sagen wir, okay, wir definieren einen Kontakt als die beiden Smartphones, was auch immer, sind in der Distanz von 2 Metern mindestens 15 Minuten nah genug aneinander und können quasi ihre ID entsprechend austauschen. Wie tauschen Sie diese ID aus? Via Bluetooth zum Beispiel. Nachdem ich die ausgetauscht habe, werden die für 2 Wochen gespeichert. Vorher hatten wir einfach nur gesagt, das soll irgendwie gespeichert werden. Jetzt sagen wir, okay, für 2 Wochen. Und wir machen uns hier auch schon darüber Gedanken, wie wahren wir die Anonymität? Ja, denn einfach nur Nutzernamen durch eine ID auszutauschen und diese ID nicht zu ändern, kann schnell dazu führen, dass meine Anonymität gar nicht mehr so da ist wie vorher, weil ich immer die gleiche ID habe, könnte schon irgendwie auffällig sein. Das heißt, an der Stelle machen wir uns tatsächlich schon darüber Gedanken, wie wir das auch lösen können, indem wir sagen, wir generieren so eine neue ID alle 24 Stunden neu und speichern uns entsprechend die alten IDs dann für 2 Wochen. Gut. Das heißt, wir hatten jetzt Nutzeranforderungen und Systemanforderungen, also 2 Arten von Anforderungen. Wir können tatsächlich noch eine andere Art von Anforderungen definieren. Und das sind quasi die funktionalen und die dementsprechend nicht funktionalen Anforderungen. Ja, das heißt, wir können unterscheiden zwischen Anforderungen nach Nutzeranforderungen und Systemanforderungen und nach funktionalen Anforderungen und nicht funktionalen Anforderungen. Erstmal, was heißt das? Funktionale Anforderungen sagen im Grunde, was soll das System leisten und wie soll es sich verhalten, beziehungsweise auch, wie soll es sich explizit nicht verhalten. Also zum Beispiel, es soll explizit nicht die E-Mail-Adresse von meinen Nutzern klar speichern oder ähnliches. Ja? Dieses, was soll es explizit nicht tun, kann durchaus auch manchmal wichtiger sein, als was soll es tun, gerade wenn wir in so sicherheitskritischen Bereichen unterwegs sind. Alles, was wir uns bisher angeschaut haben an Anforderungen, war offensichtlich funktional. Ja? Es hat alles beschrieben, was soll das System überhaupt machen und wie soll es überhaupt funktionieren. Neben den funktionalen Anforderungen haben wir dann auch die nicht funktionalen Anforderungen, die häufig sogar kritischer sind als die funktionalen Anforderungen, auch wenn das erstmal so ein bisschen widerspricht. Nicht funktionale Anforderungen beziehen sich quasi auf das Gesamtsystem und beschreiben nicht die Funktionalität an sich, sondern weichere Faktoren darum herum. Also gibt es irgendwelche Timing-Constraints, die ich einhalten muss, also irgendwelche Bestimmungen, was die Zeit angeht, beispielsweise wie schnell reagiert meine App. Ja, wenn ihr euch vorstellt, ihr programmiert eine App und dann sollte die, wenn der Nutzer auf irgendwas klickt, innerhalb einer gewissen Zeitspanne reagieren, damit der Nutzer weiß, aha, die App funktioniert. Ja, die ist nicht eingefroren, sondern es läuft alles noch so. Standardgröße dafür sind so 200 Millisekunden, hat mal irgendein Psychologe herausgefunden. Solange wir kleiner als 200 Millisekunden lang Zeit brauchen, dann denkt der Nutzer, passt soweit alles. Wenn es länger als 200 Millisekunden sind, dann könnte er den Eindruck bekommen, dass es irgendwie einfriert. Gut, wir haben aber nicht nur so Timing-Bedingungen, also die App sollte nicht zu lange einfrieren, aber auch, wenn wir wieder zurückgehen zum Autobeispiel, angenommen, ich habe meinen Spurhalteassistenten, dann habe ich, und das ist meine ganze Software, diesen Spurhalteassistenten zu implementieren, dann sollte der nicht 5 Minuten brauchen, um zu erkennen, dass ich von der Spur abgewichen bin, sondern mehr so ein paar Millisekunden, um das entsprechend anzupassen. Ja? Auch das ist also ein äußerer Faktor. Nicht-funktionale Bedingungen können aber auch beispielsweise sein, bestimmte Schritte im Entwicklungsprozess, die ich durchlaufen muss, oder auch irgendwelche Standards. Ja? Was für Normen gibt es überhaupt beim Autobau oder ähnliches? Wieso ist das jetzt deutlich kritischer? Ich kann mir eine super tolle, funktionale Endsoftware bauen, die funktional total ausgereift ist und super toll und meine nicht funktionalen Anforderungen, beispielsweise bezüglich Speicherplatz, gar nicht beachten. Ja, das heißt, ich baue mir einfach eine riesige Software mit allen Funktionen, die eierlegende Wollmilchsau, ist eine ganz tolle Software und niemand kann sie benutzen, weil das Gerät, für das ich sie konzipiert habe, nicht den Speicherplatz hat, um sie zu benutzen. Ja, das heißt, wenn man das wieder zurückspiegelt auf die funktionalen Anforderungen, wenn mir jetzt eine meiner 1000 funktionalen Eigenschaften fehlt, dann kann ich die App trotzdem benutzen. Wenn ich aber den Speicherplatz nicht eingehalten habe, dann kann ich die App an sich gar nicht benutzen. Das heißt, die ganze Software ist ja mehr oder weniger umsonst gebaut und funktioniert einfach nicht. Was sind Beispiele dafür, wieder bezogen auf die Corona-Warn-App? Naja, ich möchte irgendwie weniger oder ja doch weniger als 10 Megabyte Arbeitsspeicher verbrauchen, einfach
Deswegen, weil der Nutzer wahrscheinlich nicht nur die Corona-Warn-App auf seinem Handy laufen lässt, sondern auch noch andere Apps gleichzeitig lassen möchte. Ich möchte auch, dass die App keinen Zugang zu privaten Daten hat. Achtung, ist ein bisschen eine stärkere Bedingung, als wir vorher hatten. Vorher haben wir gesagt, die App soll das nicht teilen, die soll den Nutzer nicht gegenseitig sagen, wer sie sind. Jetzt sagen wir sogar, die App soll selber im Grunde auch nicht wissen, wer der User ist. Ja, die soll gar keinen Zugang haben zu den privaten Daten. Dann haben wir DSGVO, also Datenschutzgrundverordnung, die App im Grunde einhalten muss. Und an dem Beispiel hier haben wir tatsächlich auch Open Source. Open Source haben wir schon ein bisschen drüber gesprochen, sprechen wir, glaube ich, auch noch ausführlicher drüber. Also Thomas dann mit euch wahrscheinlich. Kommt immer mehr. Tatsächlich war die Corona-Warn-App eine der ersten Open Source Apps, die staatlich gefördert wurde. Ja, es war relativ selten, dass ein Staat so viel Geld in die Hand genommen hat und dann aber diese Software Open Source gemacht hat. Ja, weil der Staat da immer noch Bedenken hat. Und die Corona-Warn-App ist aber ein Beispiel dafür, dass es immer mehr kommt. Gut. Bei den funktionalen Anforderungen unterscheiden wir im Grunde nur zwischen Nutzeranforderungen und Systemanforderungen. Bei den nicht funktionalen Anforderungen haben wir ein paar mehr. Ja? Wir haben hier so einen ganzen Überblick nach Summerville und können diese nicht funktionalen Anforderungen grob in so drei Kategorien einteilen. Ja, Produktanforderungen, organisatorische Anforderungen oder Organisationsanforderungen und irgendwelche externen Anforderungen. Und die haben dann jeweils nochmal Unterarten. Das heißt, bei den Produktanforderungen haben wir zum Beispiel Anforderungen an die Usability. Wie gut ist tatsächlich meine Software nutzbar und wie gut können die Nutzer damit ihr Ziel entsprechend erreichen? Neben Usability haben wir dann auch noch Effizienzanforderungen, die zum einen sagen, wie gut ist die Performance, also wie schnell reagiert meine App auf das, was ich mache, oder wie gut ist mein Speicher, also meine Space Requirements. Häufiger Trade-off, ja. Ich muss mich häufig entscheiden, will ich jetzt schnell sein oder will ich wenig Speicher verbrauchen. Manchmal geht auch beides. Oft muss man sich so ein bisschen Gedanken darum machen. Dann haben wir Dependability Requirements, also wie hoch bin ich gegen Ausfälle geschützt. Ja, auch das ist wieder von Software zu Software unterschiedlich. Wir können uns vorstellen, dass so ein Spurhalteassistent oder ein autonomes Fahren sollte sehr gut vor Ausfällen geschützt sein, denn sonst geht er relativ schnell schief. Es gibt tatsächlich auch bei vielen Web-Services im Vertrag eine Prozentzahl, die angibt, zu wie viel Prozent im Jahr darf dieser Web-Service down sein. Also zu wie viel Prozent darf ich ihn nicht benutzen. Und wenn meine Software das nicht erfüllt, dann kann mein Nutzer sagen, okay, der Vertrag ist nicht erfüllt. Dann letzte Produktanforderungen wären noch Security Requirements. Also ja, meine Daten dürfen nicht in die falschen Hände geraten. Wie sicherheitskritisch ist meine Software? Häufig ist es, je mehr Funktionalität und je mehr Verbundenheit zum Benutzer ich tatsächlich auch habe in so einer Anwendung, desto relevanter wird dieser ganze Security-Bereich. Gut. Neben den Produktanforderungen, die schon so den größten Teil meistens ausmachen, haben wir dann noch die organisatorischen Anforderungen, beziehungsweise das sind so ein bisschen die Unternehmensanforderungen. Also gibt mir mein Unternehmen irgendwas vor, in welcher Umgebung ich diese Software bauen und oder nutzen muss, kann, darf. Habe ich irgendwie welche operationalen Anforderungen, also im Betrieb, wird meine Software 3 Monate genutzt oder 40 Jahre? Ja, das ist was, worüber ich mir vorher Gedanken machen muss und woraufhin ich die Software entsprechend anpassen muss. Dann gibt es noch Entwicklungsanforderungen. Das bezieht sich zum einen darauf, entwickle ich zum Beispiel Open Source oder nicht? Oder folge ich irgendeinem bestimmten Entwicklungsmodell? Ja, wir hatten in der letzten Vorlesung Wasserfallmodell, V-Modell, Scrum, alles Mögliche. Auch das kann Teil von meinen organisatorischen Anforderungen sein. Dann gibt es noch so ein paar externe Anforderungen, die im Grunde ja, Gesetze, ethische Anforderungen oder auch ja, regulierende Anforderungen beschreiben. Darin ist dann sowas reingefasst wie DSGVO. Ethische Anforderungen an meine Software, da kann man immer ganz gut auf den Abgasskandal bei Dieselabgasskandal von Audi war es, glaube ich, oder VW. VW. wo man sich schon fragen kann, hat das die Leute, die diese Software entwickelt haben, um die Abgaswerte entsprechend zu mildern, haben die sich an alle ethischen Anforderungen des Unternehmens gehalten oder nicht? In dem Fall wohl eher oder nicht. Und Gesetzgebung kann sich auch viel auf Safety und Security oder ähnliche Anforderungen beziehen. Gut,
Das nur so ein kurzer Überblick über die nicht funktionalen Anforderungen haben. Angenommen, wir haben jetzt alle unsere Anforderungen, dann möchten wir die ja aufschreiben. Ja, ich habe von Büchern am Anfang erzählt und dafür setzen wir so ein Anforderungsdokument auf. Und dieses Anforderungsdokument hat typischerweise so eine Struktur, wie wir hier sehen. Also wir haben irgendwie ein Vorwort, was einmal sagt, für wen schreibe ich dieses Dokument überhaupt und gibt es vielleicht mehrere Versionen von dem Dokument. Auch das kann wichtig sein in dem ganzen Prozess, in dem ich meine Anforderungen entwickle und auch immer wieder anpasse. Dann habe ich quasi so eine Einleitung, die im Grunde nur kurz sagt, wofür ist diese Software überhaupt, was macht diese Software überhaupt. Dann haben wir so ein paar technische Begriffe, was gerade im Bereich der Softwareentwicklung durchaus relevant sein kann, wo ich vielleicht mal definieren muss, was ist denn überhaupt eine App für mich? Ist es immer eine mobile Anwendung? Ist sie auf irgendein Betriebssystem bezogen? Was meine ich, wenn ich von einer App spreche? Gut. Und dann haben wir hier sowohl die User Requirement Definition als auch die System Requirement Specification, also Lasten- und Pflichtenheft entsprechend. Diese Struktur orientiert sich eher an der Struktur aus dem angloamerikanischen Raum, wo quasi alle diese, ja, wo Lasten- und Pflichtenheft häufig in einem Dokument gesammelt werden. In Deutschland sind die häufig getrennt. Ja, dann hat man ein Lastenheft und ein Pflichtenheft. Ja. Macht aber jetzt auch nicht so den großen Unterschied. Systemarchitektur kommen wir später noch zu in der Vorlesung. Nicht heute, beziehungsweise heute sehen wir auf jeden Fall noch eins. Dann Modelle, sprechen wir auch später in der Vorlesung noch drüber. Einfach Modelle, die ein bisschen illustrieren, wie soll denn diese Software überhaupt aussehen. Evolution, also was weiß ich jetzt schon, was wird sich ändern, kommt eine neue Windows-Version raus oder was auch immer. Und dann gibt es noch so ein bisschen Anhang und einen Index, muss drin sein, ist aber jetzt nicht so, wenn man sich den Kopf zerbrechen muss. Das heißt, was haben wir hoffentlich aus diesem Kapitel mitgenommen? Naja, wir haben uns darüber unterhalten, was für Arten von Anforderungen gibt es, was sind Anforderungen überhaupt, warum habe ich überhaupt verschiedene Arten und was ist der Unterschied zwischen meinem Lasten- und meinem Pflichtenheft. Gut. So, und um jetzt hier wieder ein bisschen Aktivierung reinzukriegen, gibt es jetzt eine Aufgabe für euch. Und zwar ist eure Aufgabe jetzt, dass ihr selbst üben sollt, Anforderungen zu formulieren und euch gegenseitig zu unterstützen. Das heißt, im besten Fall bildet ihr Gruppen von so 2 bis 3 Studierenden, also 2 bis 3 Menschen, einigt euch auf ein Szenario, in dem ihr eine Anforderung oder Anforderungen entwickeln möchtet. Es kann zum Beispiel eine Instant-Messenger-App sein, wie WhatsApp. Stellt euch vor, ihr sollt WhatsApp neu entwickeln oder was auch immer ihr wollt. Ist nur wichtig, dass ihr euch unter euch auf ein Szenario einigt. Dann schreibt jeder von euch 3 bis 4 Minuten lang eigene Anforderungen an diese Software auf. Dann tauscht ihr die im Grunde so ein bisschen aus und versucht, diese Anforderungen zu klassifizieren. Also habe ich hier eine funktionale Anforderung, habe ich eine nicht funktionale Anforderung, habe ich eine Systemanforderung, eine Nutzeranforderung. Und wenn ich eine nicht funktionale Anforderung habe, dann habe ich eine Produktanforderung, eine organisatorische oder eine externe Anforderung an mein Produkt. Wichtig, schreibt euch unbedingt was auf. Also schreibt diese Anforderung tatsächlich konkret auf, denn wir brauchen die später nochmal. Ja, das wäre gut. Ihr habt für alles gesamt jetzt so circa 10 Minuten Zeit. Gibt es noch Fragen zu den Interaktionen? Gut, dann würde ich sagen, findet euch kurz zusammen, sprecht über ein Szenario, dann sage ich euch in ungefähr 4 Minuten Bescheid, dann solltet ihr eure eigene Anforderung geschrieben haben und dann könnt ihr quasi in die Diskussion reingehen. Gut, viel Spaß. Gut, ich hoffe, ihr habt alle ein paar Anforderungen gefunden, sie alle brav aufgeschrieben, damit wir damit gleich weiterarbeiten können und seid jetzt wieder bereit für das zweite Drittel. Ich wollte zweite Hälfte sagen, aber es ist das zweite Drittel. Okay, gut. Ihr habt ja jetzt alle irgendwelche Anforderungen aufgeschrieben und ohne euch zu nahe zu treten, vermute ich, dass es noch keine perfekten Anforderungen sind. Das liegt vor allem daran, dass ihr vielleicht noch gar nicht wisst, wann ist denn eine Anforderung überhaupt eine gute Anforderung? Und damit beschäftigen wir uns jetzt quasi im zweiten Teil. Also wir beschäftigen uns hier damit, was sind überhaupt gute Anforderungen und wie komme ich
an gute Anforderungen? Also was habe ich für Techniken, um diese Anforderungen entsprechend zu ermitteln? Und dazu haben wir hier einmal ein Zitat von Somerville, das so eine häufige Situation, die auftritt, ganz gut verdeutlicht. Das würde ich euch jetzt einmal ganz kurz lesen lassen. Okay, ich hoffe, ihr habt es soweit alles gelesen. Was steht da im Grunde drin? Naja, im Grunde steht da drin, Entwickler sind alle faul und entscheiden sich für den leichtesten Weg. Ganz grob gesagt. Ja, also eigentlich steht da, wenn die Anforderungen, die mein Kunde oder mein Projektleiter mit dem Kunden formuliert, in irgendeiner Art und Weise Deutung Spielraum lassen, dann werden sich Entwickler meistens für den leichteren Weg entscheiden. Und obwohl ich das gerade so provokant gesagt habe, nach dem Motto, die sind alle faul, deswegen machen die das, ist es häufig tatsächlich eher Zeit- und Kosten motiviert. Ja, ich möchte weniger Zeit damit verbringen, mein Produkt soll schneller fertig werden und ich möchte die Kosten gering halten. Was heißt das? In unserem Beispiel heißt das, unser Projektleiter hat quasi was verstanden, wie es gemacht wird und die Anforderung sagte aber im Grunde nur, ich habe eine Schaukel und die soll an den Baum gebunden werden. Und jetzt sagt mein Entwickler, naja, die Schaukel jetzt da oben dran zu befestigen, das ist viel zu anstrengend. Dafür brauche ich irgendwie eine Leiter, um da hochzusteigen. Wenn da steht, ich soll die am Baum befestigen, ja, dann befestige ich die halt irgendwie am Baum, ohne mir extra eine Leiter holen zu müssen. Leiter impliziert im Grunde jetzt gerade so ein Stück Software, was entsprechend einer Leiter entsprechend würde. Das heißt, sobald ich so ein bisschen Spiel in meinen Anforderungen habe, ist das häufig nicht das, was der Kunde wollte. Wieso ist das blöd? Also anders als offensichtlichen Gründen, aber wieso ist das blöd? Wenn ich Fehler bei den Anforderungen habe, dann wird der Kunde, wenn ich ihm sowas liefere wie auf dem mittleren Bild, wird er sich beschweren und sagen, nee, aber das wollte ich gar nicht, das soll ganz anders aussehen. Und je später mein Kunde mir das Feedback, je später ich also erkenne, dass meine Anforderungen falsch bzw. ungenau waren, desto schlimmer ist das. Weil ich dann immer früher in meinem Prozess wieder ansetzen muss und wieder was Neues entwickeln muss und quasi ja, Zeit verschwendet habe mit dem, was ich vorher implementiert habe. Deswegen ist das Erste, womit wir uns beschäftigen können, nämlich das Wichtige, wie schaffe ich es, präzise Anforderungen zu bekommen. Ja? Das heißt, wir sagen, wir haben an unsere Anforderungen die Prämisse, dass sie vollständig und konsistent sein sollen. Ja, was heißt vollständig? Vollständig heißt, alles, was dem Kunden wichtig ist, soll durch diese Anforderung abgedeckt werden. Das heißt, in unserem Schaukelbeispiel wäre es, man soll sich auf die Schaukel setzen können und durch ein Anschubsen soll sie hin und her schaukeln können. Ja, wenn ich das da drin stehen habe, dann würde es schon mal vermeiden, dass ich die Schaukel so auf dem Boden rumliegen lasse. Ja, das würde mir schon mal helfen. So, was heißt konsistent? Naja, wenn ich Anforderungen habe und gerade wenn ich eine Menge von Anforderungen habe, dann kann es mir schnell passieren, dass die sich in irgendeiner Art und Weise widersprechen. Ja, man kann sich vorstellen, dass mein Kunde sagt, ich möchte eine Anforderung, eine Software, die ist total sicher, die verbraucht quasi nichts an Speicher und die soll aber super schnell sein. Dann sind diese drei Sachen nicht unbedingt immer umsetzbar. Ja, man kann sich vorstellen, wenn ich Sachen sicher machen möchte, dann muss ich es irgendwie verschlüsseln. Je aufwendiger ich verschlüssel, desto sicherer ist es meistens. Und das widerspricht dann wieder dem, das soll total schnell gehen, weil ich irgendwie aufwendig verschlüsseln muss. Ja, das heißt, Vollständigkeit und Konsistenz sind Sachen, die ich auf jeden Fall prüfen möchte. Was sind weitere Eigenschaften, die ich habe? Ja, ich möchte irgendwie, dass ich klar formulierte Anforderungen habe und die sollen irgendwie leicht zu verstehen sein. Sie sollen nicht mehrdeutig sein, ja, unambitious, nicht mehrdeutig. Sie sollen verifizierbar sein, also korrekt natürlich, sie sollen verifizierbar sein. Heißt, wenn die Firma sich am Ende oder mein Kunde sich am Ende die Anforderungen und mein Endprodukt anguckt, kann er in irgendeiner Art und Weise im Produkt verifizieren, stimmt, klappt. Ich kann mich auf die Schaukel setzen und sie schaukelt, wäre verifizierbar. Dann macht es immer auch Sinn, Anforderungen zu priorisieren, denn
Natürlich möchte mein Kunde gerne alles. Aber wahrscheinlich kann ich nicht alles leisten für den Preis, den ich dem Kunden gebe und die Zeit, die mir der Kunde gibt. Das heißt, ich sollte erstmal darauf achten, die Anforderungen, die mit die höchste Priorität haben für den Kunden, umzusetzen und den Rest vielleicht eher ein bisschen nach hinten zu schieben. Meine Anforderungen sollten auch anpassbar sein, denn niemand schreibt direkt perfekte Anforderungen. Der Kunde weiß vielleicht gar nicht, was er wollte. Ich sollte die also im weiteren Prozess immer wieder anpassen können. Und sie sollten auch traceable sein. Traceable heißt, ich möchte nachvollziehen können, wer welche Anforderungen warum geschrieben hat. Warum möchte ich das? Naja, angenommen, ihr habt euren ganzen Katalog von Anforderungen und ihr stellt fest, Anforderung 1 und Anforderung 10 widersprechen sich. Beide Sachen funktionieren nicht, dann wäre es gut, wenn er an den jeweiligen Anforderungen erkennt, wer hat das gefordert und warum hat er das gefordert und entsprechend dann mit dem Kunden in Kontakt treten könnt, damit ihr nicht entscheidet, was ihr jetzt davon rausschmeißt, sondern damit der Kunde das entsprechend entscheiden kann. Das klingt alles total toll und warum macht man das nicht immer so? Naja, in der Praxis haben wir halt das Problem, dass Fehler passieren. Ja, es gibt Fehler, Menschen machen Fehler, ist ganz normal. Tatsächlich ist die Hauptschwierigkeit, dass wir viele verschiedene Akteure mit vielen verschiedenen Hintergründen haben, die unterschiedliches implizites Wissen voraussetzen. Ja, das heißt, wir haben Akteure, die haben Informatik studiert, wir haben Leute, die haben BWL studiert, wir haben Leute, die haben vielleicht gar nichts studiert, wir haben Leute, die arbeiten seit 10 Jahren in einem Unternehmen oder erst seit einem oder wie auch immer. Die haben alle einen unterschiedlichen Background und die wissen das offiziell schon, aber in ihrem alltäglichen Leben quasi in der Firma kriegen die gar nicht so mit, dass sie ganz viele implizite Sachen voraussetzen. Das heißt, wenn ihr zu einem Kunden hingeht und der euch sagt, so und so soll meine Software sein, dann vergisst er vielleicht zu erwähnen, dass es übrigens eine 3-Faktor-Autorisierung gibt, wo jeder am Anfang noch den Hund streicheln muss und wenn der nicht bellt, dann darf man ins Gebäude oder so. Ja, weil das ist für den total normal, das ist implizites Wissen, kriegt ihr aber dann vielleicht gar nicht mit. Ja, dann neben verschiedenen Hintergründen haben wir dann auch noch inkonsistente Nutzergruppen mit unterschiedlichen Bedürfnissen. Ja, das heißt, sie haben irgendwie unterschiedliche Bedürfnisse, die dann unterschiedliche Anforderungen an die Software haben, was dann wieder zu Inkonsistenzen in unserer Software führen kann. Das heißt, wie kann man das zusammenfassen? Naja, wir haben hier wieder einen viel zitierten Informatiker, der im Grunde sagt, ja, der größte Teil davon, mein Programm zu bauen, ist, dass ich meine Anforderungen debuggen muss. Ja, also eigentlich, wenn ich meine Software baue und mir die Anforderungen, die ich vom Kunden bekommen habe, anschaue, davon was baue, dann werde ich Fehler finden. Und das ist eigentlich der ganze Prozess. Ja, ich werde einen Fehler in der Anforderung finden, die ich vielleicht auch erst im Laufe des Prozesses verstehe und erst dann feststelle, dass es irgendwie alles inkonsistent. Und eigentlich macht so einen guten Programmierprozess aus, dass ich möglichst viele Fehler so schnell wie möglich finde. Ja, immer besser zu einem früheren als zu einem späteren Zeitpunkt, weil ich dann immer noch besser meine Anpassungen machen kann. Fehler können jederzeit passieren, am besten so früh identifizieren wie möglich. Gut, jetzt spreche ich die ganze Zeit davon, ich gehe irgendwie hin und dann habe ich meine Anforderungen, aber auch das ist so ein ganzer Prozess. Also wie komme ich überhaupt an meine Anforderungen? Und das ist quasi so ein 3-Phasen-Prozess. In der ersten Phase mache ich quasi eine Anforderungsermittlung und Analyse. Das heißt, ich versuche herauszufinden, wie interagiert der Nutzer momentan mit dem System oder was erwartet er, wie er mit diesem System interagiert oder auch welche Situation soll die Software konkret verbessern. Ja, das heißt, ich versuche konkret zu verstehen, was ist denn jetzt sein Problem? Ja, wie kann ich das machen, indem ich zum Beispiel einen Prototypen entwickle, um festzustellen, ist das das, was der Kunde braucht? Ist das das, was er erwartet hat? Erfüllt das quasi schon die Anforderungen, so wie ich sie verstanden habe. Im Anschluss an meine Anforderungsermittlung fange ich an mit meiner Anforderungsspezifikation. In meiner Anforderungsspezifikation fange ich wirklich an, diese Anforderung zu dokumentieren. Ich baue verschiedene Grafiken damit, ich sammle die alle in meinem großen Dokument. Wir haben die Struktur dafür vorhin im ersten Kapitel schon gesehen. Und da geht es genau darum, so ein Dokument zu erstellen. Achtung, dieser Begriff Requirement Specification, der kommt in der Literatur ein bisschen öfter vor, der ist da ein bisschen mehrdeutig drin. Der meint auch oft gleichzeitig, wie komme ich
dahin, also was ist mein Prozess, um Anforderungen festzuhalten, und gleichzeitig, das ist übrigens mein Endresultat, also mein Dokument, was ich dann habe. Wenn man es exakter formulieren möchte, was wir natürlich alle wollen, ist tatsächlich Requirement Specification im Grunde nur der Prozess meiner Anforderungsspezifikation, und das Dokument, was ich dann bekomme, wo das alles drinsteht, ist das Endresultat. Ja, Prozess und Resultat. Gut. Ich habe also meine Anforderungen ermittelt, ich habe sie analysiert, ich habe sie spezifiziert in meinem Dokument, und dann möchte ich sie noch validieren. Ja, beim Validieren möchte ich quasi meine Anforderungen auf Realismus, auf Konsistenz und auch auf Vollständigkeit prüfen. Realismus meint hier tatsächlich meistens, kann ich das zeitlich und kostentechnisch so umsetzen? Also ihr könnt euch vorstellen, ich habe meinen ganzen Katalog von Anforderungen und gucke mir das an und validiere das und stelle fest, in der Zeit, in der uns gegeben wurde, schaffe ich maximal 25%. Dann ist das was, was ihr dann an der Stelle kommunizieren müsst. Ja, das wäre blöd, wenn euch das erst später ausfällt. Naja, und diese ganzen drei Phasen lassen sich quasi in so einem Zusammenhang sehen, die laufen alle ineinander über. Also ich gehe von meiner Anforderungsermittlung zu meiner Spezifikation, zu meiner Validierung. Da fallen dann verschiedene Sachen raus, meine jeweiligen Resultate. Und ich kann in jedem Prozess auch wieder zurückgehen. Das heißt, wenn mir in der Validierung auffällt, da sind zwei Sachen inkonsistent, dann setze ich mir in meinem Dokument ein To-Do und gehe dann wieder zurück zu meinem Kunden und ermittle, welche Anforderungen brauche ich denn jetzt überhaupt. Ja, das heißt, das kann alles beliebig vor- und zurückgegangen werden. Und am Ende habe ich hoffentlich alle beschreibenden Dokumente zusammen, die ich habe, und kann mit meiner eigentlichen Arbeit beginnen. Gut. Jetzt könnte man sich fragen, ja, einfach nur aufzuschreiben, was das Programm braucht, warum soll das so schwer sein? Ja, warum müssen wir eine ganze Vorlesung darüber anhören? Warum müssen wir diese ganzen Dokumente überhaupt schreiben? Und dann kann man sich fragen, warum ist es überhaupt so schwierig, diese Anforderung zu schreiben? Zum einen haben tatsächlich Akteure oder die Stakeholder Schwierigkeiten, überhaupt zu kommunizieren, was sie möchten. Ja? Meistens können viele Menschen sehr genau beschreiben, was ihr Problem ist, aber nicht so richtig, was ihnen helfen würde, also was eine gute Lösung dafür ist. Ja, häufig kann ich nur sagen, das ist mir alles der Prozess, den ich machen muss, um ein neues Produkt in meiner Firma zu entwickeln, ist schlecht. Der ist langsam. Den mag ich nicht. Ja, das hilft euch in der Anforderungsermittlung nicht so richtig weiter. Ja, ihr müsstet ja wissen, was genau ist daran schlecht, was genau könnte euch helfen, wie genau könnten wir das lösen. Dann haben wir auch das Problem, das habe ich selbst schon oft erlebt, dass die Akteure gar nicht wissen, was machbar ist. Ja, es gibt dieses klassische Problem, dass jemand, ich weiß nicht, ob ihr einen Comic schon dazu gesehen habt oder ob der noch kommt, ich glaube, ihr hattet den schon, dass jemand kommt und sagt, hier, wenn jemand ein Bild macht in meinem Nationalpark, dann möchte ich, dass da ein Tag dran gesetzt wird, wo er gerade ist. Dann sagt man, ja klar, kein Problem, Geotagging, easy, haben wir gelöst. Und dann sagt er, ja, und dann soll er auch noch entscheiden, ob auf dem Bild ein Vogel ist. Das ist dann wieder ein riesiges Problem, weil wir irgendwie Bilderkennung machen müssen. Da gibt es viel Forschungsarbeit zu. Klingt für den Laien gar nicht so unterschiedlich, ja? Ob ich jetzt den Ort erkenne, wo ich bin, oder was auf dem Bild drauf ist. Klingt eigentlich beides für den Laien relativ machbar. Für den Experten oder die Expertin ist es dann aber alles nochmal ein bisschen was anderes. Gut, dann, was ich gerade schon erzählt habe, es gibt implizites Wissen und vielleicht einen bestimmten Jargon, der in dem Unternehmen bewusst wird. Beispiel dafür ist, ich bin letztes Jahr hier neu an die Universität gekommen, und wenn ich mich mit meinen neuen Kolleginnen unterhalten habe, haben die angefangen, wilde Abkürzungen für Vorlesungen zu benutzen. Und die Abkürzungen waren an meiner vorherigen Universität völlig anders. Und auch die Vorlesungen heißen unterschiedlich. Das, was hier Modellierung ist, ist in Münster diskrete Strukturen. Es ist die gleiche Vorlesung. Ich habe ungefähr 3 Monate gebraucht, um das zu verstehen, dass es die gleiche Vorlesung ist. Ich habe sie nicht gehalten, sonst wäre es schlecht gewesen, wenn ich es dann erst verstanden hätte. Aber das ist einem gar nicht bewusst, dass da wirklich so viele Unterschiede entsprechend vorliegen. Dann, was kann einem auch noch passieren? Softwareprozess ist nicht was in einem Tag passiert, sondern das zieht sich über Monate, vielleicht sogar über Jahre. Das heißt, es kann passieren, dass ich mit einem Mitarbeiter, mit einem Geschäftsführer einen Vertrag aushandle, was die Software lösen muss, dann entwickle ich das alles und am Ende werde ich die abliefern und da steht jemand völlig anderes vor mir. Ja, weil wir einfach dynamische Unternehmens-
Strukturen haben, wo dann Leute einfach gehen, wechseln, immer neue Leute dazukommen. Okay, genau. Neben den unterschiedlichen Akteuren könnt ihr auch alle unterschiedliche Rollen haben. Ja, auch ihr in euren zukünftigen Firmen könnt an unterschiedlichen Stellen unterschiedliche Rollen haben. Also ihr seid mal vielleicht Projektleiter, mal seid ihr Requirements Engineer. Und dann sprecht ihr mit einer anderen Person, die euch sagt, wie was Bestimmtes aussehen soll, was sie macht und wie man das verbessert. Und dieses Gespräch kann dann durchaus interessant sein. Und wir versuchen jetzt was. Thomas hat für euch was vorbereitet und ich weiß noch nicht, ob das funktioniert, aber wir schauen uns jetzt ein Video an. Ich hoffe, dass der Ton das schafft, ehrlich gesagt. Und dass wir jetzt nicht hier gleich lustige Werbung bekommen. Das wäre auch gut. Ich habe keine Ahnung, ob der Ton das jetzt mitmacht oder nicht. Guten Tag, Herr Müller. Hallo, Herr Meier. Schön, dass Sie es so kurzfristig einrichten konnten. Darf ich noch ein paar Fragen loswerden? Na klar, kein Problem. Schließen Sie los. Sie öffnen also morgens das Schloss am Haupteingang. Ja, das habe ich Ihnen doch gesagt. Jeden Morgen? Ja, natürlich. Auch am Wochenende? Ja, am Wochenende bleibt das natürlich zu. Und während der Betriebsferien? Da bleibt es natürlich auch zu. Und wenn Sie krank sind oder Urlaub haben? Dann macht das Herr Schulze. Und wenn Herr Schulze nun ausfällt? Dann klopft irgendwann ein Kunde ans Fenster, weil er nicht reinkommt. Was bedeutet morgens? Wenn ich morgens ankomme, dann gibt es erstmal einen Kaffee. Okay. Ich weiß nicht, wie gut man das Gespräch tatsächlich verstanden hat. Das ist ja tontechnisch ein bisschen schwierig. Aber keine Sorge. Wir gehen erstmal wieder hier raus. Und dann gehen wir hoffentlich wieder hier rein. Genau. Das ist tatsächlich ein Beispieldialog nach Ludewig und Lichter. Hier steht im Grunde alles, was Thomas gerade mit sich selbst besprochen hat. Also, das sagt so ein bisschen, dass wenn man in so ein Gespräch geht mit einem Kunden und man spricht mit dem, ja, dann fängt man an und der Kunde sagt, ja, also morgens öffne ich die Tür. Und da muss man erstmal rausfinden, ist das jeden Morgen so, ist es vielleicht nur an Wochentagen so, was passiert an Wochenenden, was passiert, wenn wer krank ist, gibt es da eine Vertretung, was passiert, wenn was damit ist. Ihr seht, man hat so ganz viele Hintergrundfragen, die da auch noch mit reingehen. Und man hätte auch hier das implizite Wissen, dass der Mensch, der einem das erzählt, natürlich sagt, ja, das mache ich morgens. Morgens ist ja jetzt für jeden so ein bisschen was anderes. Ja, gerade so zwischen Studierenden und Arbeitnehmern habe ich mir sagen lassen, oder weiß ich auch von mir selber, ist das was anderes. Ich konnte mir früher nicht vorstellen, eine 8-Uhr-Vorlesung zu besuchen, weil es viel zu früh war für mich. Mittlerweile stehe ich um 5:30 auf, um den Zug zu kriegen, um hier hinzukommen, und das ist mein normaler Morgen. Ja, entwickelt sich alles ein bisschen. Das heißt, auch das ist für jeden so ein bisschen anders. Was lernt man aber daraus? Viele Personen geben in unterschiedlichen Rollen unpräzise Angaben, und das ist quasi eine ganz typische Situation und auch eine große Herausforderung, die auf euch zukommt in der Softwareentwicklung, wenn ihr solche Gespräche mit Kunden führt. Das habe ich gerade schon gesagt, wir führen irgendwie Gespräche mit Kunden. Das heißt, es muss ja irgendwie eine Technik sein, um meine Anforderungen zu ermitteln. Wir haben unterschiedliche Techniken, um Anforderungen zu ermitteln. Beispielsweise, wir führen offene Interviews. Das heißt, wir gehen in die Firma rein, die für uns irgendwie die Software entwickelt haben möchte, sprechen mit denen, was sie so machen, und lassen uns von denen was erzählen. Das kann ich eine Stunde lang machen, das kann ich auch einen halben Tag machen, das kann ich auch einen ganzen Tag machen, ich kann auch eine Woche mitlaufen. Ja, beliebig, relativ, je nachdem, was ich möchte. Dann gibt es auch geschlossene Interviews, in denen einfach ich mir vorher Fragen überlege, was möchte ich wissen über die Software, die da gefordert wird, und meine Akteure beantworten mir die Fragen dann entsprechend. Dann, genau, kann ich auch eine Ethnografie machen. Das heißt, ich beobachte tatsächlich, was macht der Kunde so den ganzen Tag? Ich laufe da einfach mit und gucke mir an, wie sind seine ganzen Prozesse, was sind irgendwelche Zeitfresser, wo geht was schief. Dann hilft es immer, einen Prototypen vorzustellen, damit der Kunde sagen kann, ja, das reicht mir schon, oder das sieht so aus, wie ich es mir vorgestellt habe, oder auch nicht. Das heißt, wenn ich ihm meine Schaukel am Baum
präsentiere und sage, ja, da kommt noch ein Brett dran, aber ungefähr so würde ich sie festbinden, dann könnte er sagen, nee, es sollte schon hängen. Ja? Und auch das ist dann alles wieder in Feedback Loops. Das heißt, mein Kunde gibt mir regelmäßig eine Rückmeldung von dem, was passiert. In der Praxis sind diese Techniken nicht disjunkt voneinander. Ja, ich kann die beliebig vermischen. Das heißt, ich kann auch mit einem geschlossenen Interview zu meinem Kunden hingehen und dann merken, aha, die Antworten, die er mir gibt, die sind mir zu unpräzise und fange dann an nachzufragen und das quasi in so ein offenes Interview überzuleiten. Macht alles ein bisschen mehr Sinn. Gut, dann haben wir hier nochmal ein Zitat von Somerville, das ihr euch nochmal kurz durchlesen könnt. Genau. Das Zitat sagt im Grunde einfach, dass wir Zeit aufwenden müssen, um zu verstehen, wie Personen arbeiten, um dann auch zu wissen, was muss ich ändern, wenn ich ein neues System einsetzen möchte. Also ich muss wissen, wie interagieren sie mit bereits bestehender Software und Hardware und was bräuchten sie eigentlich, was ihnen dann helfen würde. Gut, jetzt weiß ich, wie ich meine Requirements bekomme. Dann kommen wir noch mal kurz zur Validierung von meinen Anforderungen. Und wir wissen ja schon, das habe ich jetzt schon ein paar Mal betont, je früher ich feststelle, ich habe ein Problem in meinen Anforderungen, desto besser ist das. Heißt andersrum, je später ich feststelle, dass ich einen Fehler in meinen Anforderungen habe, desto blöder ist das in Anführungszeichen. Heißt tatsächlich Unternehmen meistens, desto kostenintensiver ist das. Und um festzustellen und um meine Anforderungen zu validieren, mache ich einfach einen Validity-Check, also ich gucke, erfüllen meine Anforderungen immer noch das Bedürfnis oder das Problem des Nutzers, also ist es immer noch das, was er wirklich braucht. Ich prüfe es auf Konsistenz, also wie schon ein paar Mal gesagt, ich gucke, widerspricht sich irgendwas, ich prüfe es auf Vollständigkeit, habe ich alles, was ich brauche und was der Nutzer braucht, ich prüfe es auf Realismus, kann ich das machen in meinem Kosten- und Zeitrahmen, der mir vorgegeben wird und ich prüfe es auf Verifikation, das heißt, kann ich in irgendeiner Art und Weise testen, ob die Anforderungen, die ich habe, tatsächlich in meinem Programm erfüllt sind. Ja, gut. Okay, was haben wir jetzt hier hoffentlich gelernt? Wir haben gelernt, was sind gewünschte und was sind auch ungewünschte Eigenschaften von Anforderungen. Wie sieht der ganze Prozess aus, beispielhaft? Und was für Techniken kann ich nutzen, um Anforderungen zu ermitteln und warum ist es vielleicht gar nicht so ganz einfach, Anforderungen zu ermitteln. Okay, jetzt seid ihr wieder dran. Ihr schaut euch jetzt, ihr habt ja alle brav eure Anforderungen aufgeschrieben, also schaut euch jetzt diese Anforderung noch einmal an und versucht sie zu verbessern. Ja, das macht ihr einzeln. Das heißt, ihr habt 5 Minuten Zeit, um selbst auf eure Anforderungen zu gucken und sie entsprechend zu verbessern. Dann gebt ihr eure Anforderungen wieder in der Gruppe rum. Und die anderen versuchen rauszufinden, was wurde denn da wohl verbessert? Also was wurde versucht von der Person zu verbessern und war das sinnvoll? Hier auch nochmal so ein Überblick darüber, was möchte ich gerne für Eigenschaften, die Software hat. Sie soll vollständig sein, sie soll konsistent sein, sie soll klar sein, sie soll leicht zu verstehen sein, nicht mehrdeutig, korrekt, verifizierbar, priorisiert, änderbar und nachvollziehbar, also traceable. Das war das, wer hat diese Anforderung, warum aufgestellt. Für das individuelle Verbessern würde ich euch so 4 Minuten Zeit geben und danach habt ihr nochmal 3 Minuten Zeit in der Gruppe. Viel Spaß! Gut. Ich hoffe, ihr habt jetzt ganz toll verbesserte Anforderungen und sie sind quasi perfekt. Dann würde ich sagen, machen wir weiter. Wir haben bis jetzt darüber gesprochen, was sind Anforderungen, wie bekomme ich gute Anforderungen und jetzt möchten wir uns damit beschäftigen, wie dokumentiere ich diese Anforderungen überhaupt, also wie schreibe ich die auf. Alle wieder soweit bei mir? Gut. Das heißt, welche Arten von Anforderungen gibt es? Ihr habt eine Art schon ganz natürlich gesehen, die wir nämlich die ganze Zeit einfach benutzt haben und das war natürliche Sprache.
Und natürliche Sprache ist eine Art, wie man solche Anforderungen aufschreiben kann. Wir haben aber noch andere Techniken, die wir dann jetzt auch noch kennenlernen. Wir fangen aber erstmal wieder an mit natürliche Sprache. Natürliche Sprache wird schon seit den 1950ern benutzt, um Anforderungen aufzuschreiben. Und das liegt einfach daran, dass die Programmierer meistens nicht auch die Benutzer sind oder nicht immer sein müssen. Und Nutzern fällt es dann einfach viel leichter, das natürlich in natürlicher Sprache aufzuschreiben. Das wird auch heute immer noch viel benutzt. Es gibt so ein paar Style-Guidelines, die man dabei beachten sollte. Das sind tatsächlich auch eher so generelle Style-Guidelines, die man auch für andere Texte außerhalb von Anforderungstexten benutzen kann. Also wenn ihr mal Hausarbeiten, Abschlussarbeiten oder so schreibt, können ein paar von diesen Tipps auch da euch durchgehend durchaus helfen. Genau, was sind das für Guidelines? Es sagt, meistens möchte man ein oder zwei kurze Sätze in natürlicher Sprache und jeder Satz sollte idealerweise nur eine bestimmte Message enthalten und nicht mehrere Messages, also mehrere Inhalte einfach haben. Das heißt, wir möchten unsere Anforderung tatsächlich möglichst wenig komplex halten und versuchen, so einfach wie möglich aufzuschreiben. Dann sollte versucht werden, immer eine aktive Erzählweise zu nutzen, also immer zum Beispiel zu sagen, das System soll das und das machen oder der Nutzer soll das und das können. Anders als eine passive Sprache, die zum Beispiel wäre, es erscheint eine Fehlermeldung, wenn das und das passiert, sondern dann eher das System wirft eine Fehlermeldung aus, wenn das und das passiert, damit wir auch immer genau wissen, wer macht denn überhaupt was. Dann sollten wir schauen, dass wir konsistent in unserer Art der Sprache bleiben. Viel in so erzählerischen Sprachstilen werden ja gerne viele Synonyme verwendet, um Sachen möglichst abwechslungsreich zu schreiben. Das möchtet ihr in Anforderungen nicht machen. Ja, ihr möchtet nicht an einer Stelle schreiben, Anwendung und an einer Web-Applikation, weil dann muss man sich wieder darüber streiten, ist das jetzt das Gleiche, meine ich damit das Gleiche, sind es vielleicht unterschiedliche Sachen. Das heißt, bleibt da möglichst konsistent einfach in dem, was ihr sagt. Dann sollte man immer, ja, im Englischen shall und should, also muss für Sachen, die das System erfüllen muss und sollte für Anforderungen, die mehr ja ein bisschen wünschenswert sind, benutzen. Dann, das solltet ihr wahrscheinlich nicht in den Abschlussarbeiten machen, aber den Anforderungen kann es durchaus Sinn machen, Schlüsselwörter zu highlighten, also fett zu schreiben oder was auch immer. Genau, und dann gerne auch immer eine Begründung angeben, einfach für den Fall, falls ihr euch zwischen Anforderungen entscheiden müsst. Gut, das sind so generelle Style-Guidelines für natürliche Sprache. Was sind Vor- und Nachteile von natürlicher Sprache? Natürliche Sprache ist extrem ausdrucksstark. Ja, ich kann offensichtlich alles mit natürlicher Sprache ausdrücken, weil ich kann ja drüber sprechen. Also kann ich es auch ausdrücken. Es ist recht intuitiv. Ja, jeder und jede von euch kann eine Anforderung in der natürlichen Sprache aufschreiben, ohne das jetzt extra für die Klausur gelernt haben zu müssen. Ja, das kriegt ihr alle hin. Es ist sehr universell. Das heißt, wenn ihr eine Anforderung aufschreibt und ihr gebt diese Anforderung wem, der nicht diese Vorlesung gehört hat, dann wird er trotzdem diese Anforderung verstehen. Ja, also alle die Personen, die eine bestimmte Sprache können, in der ihr das geschrieben habt, können das nachvollziehen. In den meisten Fällen werden tatsächlich in den Unternehmen die Anforderungen auch auf Englisch formuliert. Das liegt einfach daran, dass mittlerweile ja viel Softwareentwicklung outgesourced wird. Das heißt, vielleicht macht ihr euch noch Gedanken über die Anforderungen, aber die eigentliche Entwicklung findet dann vielleicht in einem anderen Land statt und damit es möglichst universell bleiben kann, macht man es einfach direkt auf Englisch. Hat auch ein paar Nachteile, nämlich ich kann mich offensichtlich sehr vage ausdrücken in dem, was ich sage und gleichzeitig damit auch sehr mehrdeutig werden. Beispiele hatten wir schon ein paar vorher. Und es kann sein, dass die Interpretation nicht ganz eindeutig ist und so ein bisschen von dem Hintergrund und dem impliziten Wissen des Nutzers entsprechend abhängt und damit wieder Sachen interpretierbar macht, wo wir wieder beim Beginn des zweiten Teils waren, wo wir quasi interpretierbare Anforderungen hatten und dementsprechend dann das Problem auf dem leichtesten Weg gelöst haben. Gut. Das ist die erste Technik, um Anforderungen aufzuschreiben. Die zweite ist recht ähnlich,
also recht stark verwandt, aber trotzdem ein bisschen anders. Und das ist die strukturierte Spezifikation. Strukturierte Spezifikation sagt, ich schreibe nicht einfach so 2, 3 Sätze, im besten Fall 2 Sätze, freien Text für meine Anforderung, sondern ich habe quasi ein Template. Ja, und das Template, das kann dann zum Beispiel unterscheiden zwischen Funktionalität, zwischen Beschreibung, zwischen Ein- und Ausgabe, zwischen Vor- und Nachbedingungen, zwischen möglichen Nebeneffekten, Abhängigkeiten oder Ähnlichem. Wichtig, dieses Template ist nicht scharf vorgegeben jetzt von mir oder von irgendwem anders, sondern es ist meistens ein bisschen unternehmensabhängig, was dann für spezielle Anforderungen an das Template entsprechend gestellt werden. Genau. Es muss auch nicht immer alles enthalten, es kann auch nur eine Teilmenge davon enthalten. Wir haben hier wieder das Beispiel, das ist die gleiche Anforderung, die wir schon die ganze Zeit besprechen, nämlich Corona-Warn-App, meine Kontakte sollen irgendwie nachverfolgt werden. Und dann kann ich jetzt hier sagen, die Funktionalität ist, ich tausche IDs miteinander aus, die Beschreibung ist, die Devices senden sich diese ID, als Vorbedingung habe ich, die müssen in einem bestimmten Umkreis voneinander sein, Nachbedingung ist, ich habe meine IDs gespeichert. Und dann habe ich noch die Begründung, die sagt, das sollte ich machen, um möglicherweise andere Kontakte zu identifizieren. Gut, auch das hat wieder Vor- und Nachteile, hat tatsächlich die gleichen Vor- und Nachteile, die wir vorher schon hatten. Denn auch hier benutze ich ja wieder natürliche Sprache, also kann ich natürlich genauso viel ausdrücken. Es ist auch intuitiv, es ist aber trotzdem vage und kann mehrdeutig sein und Interpretationsspielraum lassen. Vorteil ist aber, ich kann meine Informationen häufig ein bisschen besser finden, einfach weil ich weiß, wo ich jetzt gerade gucken muss. Und es hilft mir auch, dass ich nicht bestimmte Dinge vergesse. Denn ich bin mir sicher, obwohl ich euch jetzt 20 Mal gesagt habe, bitte begründet Anforderungen, dass wenn ihr Anforderungen im Fließtext schreibt, dass die Hälfte vergisst, dass sie das begründen sollte, weil das vielleicht nicht so intuitiv ist. Ja? Das passiert mir, wenn ich so ein Template benutze, nicht. Nachteile können natürlich sein, dass wenn ich immer die gleiche Struktur habe, dass das ein bisschen zu restriktiv ist. Also vielleicht gar nicht das dann an der Stelle ausdrückt, wie ich das haben möchte. Und es kann mich auch verwirren, wenn ich mal so eine Struktur habe für eine andere Anforderung, aber eine andere Teilmenge von meinen Kriterien nehme und dann entsprechend andere Sachen habe. Genau. Das Ganze ist natürlich auch ein bisschen weniger variabel, was aber durchaus auch ein Vorteil sein kann, weil ich dadurch, dass ich immer eine feste Reihenfolge habe, in der ich meine Sachen abarbeite, nicht plötzlich Sachen vergesse. Ja, gut. Wir haben ein paar Beispiele dafür. Das sind tatsächlich originale User-Stories aus der Entwicklung der Corona-Warn-App. Geht mir gar nicht so viel um den Inhalt, sondern mehr darum, dass wir hier tatsächlich diese strukturierten Anforderungen haben. Das heißt, und die sind auch ein bisschen anders hier, als die wir gemacht haben. Das heißt, wir haben hier eine Beschreibung von dem Feature. Ich habe eine Begründung, warum ist mein Problem da? Und dann konnte ich hier auch noch angeben, möchte ich das Problem eigentlich selber lösen? Und hat die Person einfach gesagt, nee, das möchte ich nicht. Genau, das heißt, hier habe ich quasi so eine gewisse Dreiteilung. Wir haben noch ein anderes Beispiel, das einfach sagt, so sieht es gerade aus, das würde ich verbessern und darum würde ich es verbessern. Dann würde das alles schöner werden. Das heißt, hier sagt jemand, gerade logge ich irgendwie was in meiner Entwicklung, das ist aber schon sehr komplex. Ich könnte auch besser eine Bibliothek dafür benutzen. Das wäre doch super. Tatsächlich, das war Anforderung Nummer 24. Dann ist ein paar Iterationen später aufgefallen, Anforderung 235, dass das Logging jetzt nicht mehr richtig funktioniert und unverschlüsselte Informationen auf den Geräten speichert, was man natürlich dann wieder nicht möchte. Das heißt, hier sagt jemand, gerade habe ich alle meine Log-Statements in meinem Release, das möchte ich nicht, Sicherheitsgründe und so weiter. Das heißt, was wir an den drei Beispielen einfach nur sehen, ist unterschiedliche Arten und Weisen, wie man so strukturierte Anforderungen schreiben kann. Gut. Das war jetzt natürliche Sprache und strukturierte natürliche Sprache. Wir haben aber noch was anderes, was wir machen können, und das sind tatsächlich sogenannte Use-Case-Diagramme. Und Use-Case-Diagramme sind, wie der Name es schon sagt, Diagramme, das heißt irgendwas Grafisches. Warum möchte man was Grafisches? Naja, man sagt im Grunde, so ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Die meisten Menschen können sich sowas besser visuell vorstellen und können so tatsächlich Informationen ein bisschen besser aufnehmen. Genau.
Das nennt sich im Deutschen Anwendungsfalldiagramm. Tatsächlich wird es häufig auch im Deutschen einfach Use Case Diagramm genannt. Das ist dann einfach so das Wording. Was macht so ein Anwendungsfalldiagramm oder so ein Use Case Diagramm? Es stellt im Grunde Anforderungen auf und zeigt, wie die Akteure mit diesen Anforderungen interagieren und was für ein Verhalten erwartet wird. So, und wie sieht so ein Anwendungsfalldiagramm dann konkret aus? Es ist immer gut, wenn man eine Vorlesung übernimmt, in der dann neue Sachen ausprobiert werden. Das heißt, ich versuche, fancy Sachen zu machen und meinen Bildschirm zu übertragen, damit ich euch was aufzeichnen kann. Noch seht ihr nichts, das sollte sich aber... So, das sieht doch besser aus. Gut, genau, ist die gleiche Folie von gerade, nur dass ich sie jetzt auf dem Tablet habe. Das heißt, wie sieht so ein Use-Case-Diagramm aus? Keine Sorge, die Zeichnung kriegt ihr auch nachher alle noch auf den Originalfolien. Aber ich habe quasi in meinem Use-Case-Diagramm mein System und mein System ist einfach so ein großes, rechteckiges Ding. Wunderschön gezeichnet. Da drin schreibe ich meistens oben rechts so hin, was ist eigentlich die Software, die ich gerade entwickle, also mein Subject. Meine verschiedenen Akteure, also meine Stakeholder, sind dann tatsächlich einfach Strichmännchen und meine Anwendungsfälle sind dann so eine Ellipse. Ja, da steht dann drin, was ich bin. Das heißt hier, ich bin einfach irgendein Use Case. Meine Akteure sind auch immer benannt. Ja, ich habe ja unterschiedliche Akteure und ich möchte wissen, welcher Akteur hat gerade welchen Anwendungsfall. Dann verbinde ich meinen Akteur quasi mit meinem Anwendungsfall. Das hier ist dann quasi, das wird immer nicht benannt, aber das ist im Grunde einfach eine Assoziation. Das kann man total schön lesen. Ich habe es mit mehr Zeit schöner aufgemalt, das kriegt ihr dann später noch. Genau, das heißt, das hier ist im Grunde schon so ein ganz einfaches Use-Case-Diagramm. Ich habe mein System, ich habe meinen Anwendungsfall, ich habe meinen Akteur und ich habe in irgendeiner Art und Weise eine Interaktion zwischen den beiden. Das erstmal nur als ganz reines Beispiel. Wir haben jetzt nochmal ein größeres Beispiel. Und zwar stellen wir uns vor, dass wir eine neue Software entwickeln, die quasi so ein Mensa-Buchungssystem ist. Ja, wir sind immer noch in Zeiten von Corona. Da muss ich mir irgendwie Sitzplätze in meiner Mensa reservieren und dafür will ich jetzt eine Software bauen, die das kann. Also auch hier habe ich wieder mein großes System. Und das ist quasi hier mein Mensa-Buchungssystem. Also schreibe ich hier wieder den Namen hin von meinem System und nenne es Book Mensa. Und jetzt habe ich hier verschiedene Akteure drin. Ja? Ich habe zum einen mich selbst, beziehungsweise, also wenn ihr jetzt in der Rolle vom Kunden seid, vom Studenten, ihr seid der Customer, also der, der tatsächlich was in der Mensa buchen möchte, also einen Sitzplatz buchen möchte, um dann sein Essen zu essen. Ja? Das heißt, was möchte der? Der möchte sich einen Sitzplatz buchen. Also Bookseat ist mein Anwendungsfall, das ist eine formschöne Ellipse und das verbinde ich dementsprechend miteinander. Ich möchte es natürlich nicht nur buchen, sondern vielleicht habe ich mich vertan, also möchte ich vielleicht auch meine Buchung wieder entsprechend canceln. Ja, auch das kann ich machen. Das wäre quasi mein zweiter Anwendungsfall, den ich habe und sage hier, ich möchte mein Booking wieder canceln. Achtung, in diese Boxen schreibe ich offensichtlich, das sieht wirklich da viel hässlicher aus als hier, glaubt mir, schreibe ich offensichtlich nicht so einen ganzen natürlichen Textblock, wie genau das alles funktionieren soll. Das dient nur der Übersicht. Ja, das heißt, wenn ihr hier dann eure Überschriften habt, dann habt ihr dann nochmal darunter in eurem Dokument die ausformulierten Anforderungen. So, gut. Dann habe ich das jetzt gemacht. Ich habe meinen Sitz gebucht und ich habe ihn dementsprechend wieder gecancelt. Was muss das System noch können? Ich muss irgendwie der Mensa oder in die Mensa eintreten können. Also muss tatsächlich ja dann was vorzeigen, das sagt, ja, hier, ich habe meinen Sitzplatz gebucht, um jetzt zu meinem Sitzplatz zu gehen. Und hier kommt unser zweiter Akteur ins Spiel, der das nämlich den entsprechend kontrolliert. Ich habe hier also so einen
ein Türsteher, der sich in meiner Anwendung anguckt, aha, ja, Dieter Frein, im besten Fall hat er selber auch noch eine eigene Sicht in der Anwendung, dass er das entsprechend kontrollieren kann. Dann, weil ich den Leuten nicht vertraue und Angst habe, dass sich irgendwer reinschmuggelt, nehme ich noch einen dritten Menschen mit rein, der prüft, sitzen die auch alle auf dem Sitzplatz, den sie denn gebucht haben. Ja, das trägt im Englischen Platzanweiser. Das ist das schöne Wort Usher, habe ich auch letztens neu gelernt. Okay, das heißt, das hier wäre entsprechend mein Beispiel. Man kann es hoffentlich okay lesen. Das, ja, die Stiftgröße ist echt anders. Okay, genau. Mir fehlt jetzt hier noch was. Ja, denn ich kann jetzt zwar sagen, ich möchte meinen Sitz buchen und ich möchte auch mein Booking wieder canceln können, aber für beide Sachen wäre es irgendwie auch gut, wenn ich nachweisen kann, dass ich wirklich die Person bin, die ich glaube zu sein. Ich muss mich also irgendwie autorisieren. Ich muss irgendwie meine ID hinterlegen. Das ist quasi also ein Anwendungsfall, der beide Anwendungsfälle betrifft. Und damit wir das machen können, brauchen wir quasi noch ein neues Konstrukt, was sagt, ich habe irgendwie eine Include-Beziehung und ich habe eine Extend-Beziehung. Ja? Eine Include-Beziehung sagt, es gibt irgendwie Teile, die mehrere Anwendungsfälle gemeinsam haben und in denen habe ich quasi einen speziellen Grund, also einen Base-Use-Case, meinen grundlegenden Anwendungsfall, der einen inkludierten Anwendungsfall hat. Und wenn ich meinen Grundbasisfall ausführe, dann wird auch immer mein inkludierter Basisfall ausgeführt. Wie sieht das notationstechnisch aus? Ich habe also hier mein Base-Use-Case. Ich kürze das ein bisschen ab, damit ich mehr Platz habe. Und dann habe ich mein Included-Use-Case. Punkte, ja, sehr gut. Und dann werden die durch so einen gestrichelten Pfeil miteinander verknüpft. Wichtig, der Basis-Use-Case zeigt auf den inkludierten Use-Case und da dran schreibe ich dann immer noch mit so spitzen Klammern als kleines Schlüsselwort include. Ja, das heißt jetzt, um meinen Basis-Anwendungs-Case durchzuführen, muss ich immer diesen inkludierten Anwendungsfall ebenfalls durchführen. Gut. Neben include habe ich auch noch eine andere Möglichkeit, nämlich extend. Extend heißt, je nachdem, was passiert, kann nach einem bestimmten oder innerhalb eines bestimmten Use Cases noch was weiteres passieren. Ich erweitere also meinen Basis-Use Case um mögliches Verhalten. Ja? Das heißt zum Beispiel, ich betrete die Mensa und dann darf ich entweder reingehen oder nicht. Ja, das heißt, entweder ich darf dann reingehen und mir Essen holen oder der Mensch sagt, nein, du bist 5 Minuten zu spät und du musst wieder rausgehen. Das mache ich dann quasi mit meinem Extended Use Case. Das heißt, auch hier habe ich wieder einen Base Use Case und dann habe ich hier meinen Extended Use Case. So. Und auch hier habe ich wieder einen gestrichelten Pfeil. Achtung, der geht in die andere Richtung. Ja, das heißt, der Extend-Use-Case verweist auf den Basis-Use-Case, von dem er kommt. Alles gut? Okay. Entschuldigung. Auch das habe ich wieder mit einem Schlüsselwort hier dran. Das ist dann dementsprechend einfach Extend. Okay? Wie sieht das jetzt in unserem konkreten Beispiel aus, was wir gerade hatten, was Gott sei Dank noch da ist? Ich habe also hier einen neuen neuen Use Case. Den nenne ich einfach Verify Authority Chips. Und der ist jetzt was, was sowohl im Book Seat als auch im Cancel Booking inkludiert ist. Ja, das heißt dann hier schreibe ich dann include. Wenn ihr das macht in solchen Dokumenten, macht ihr das natürlich viel ordentlicher, als ich das hier tue. Aber es ist echt ein kleiner Bildschirm. Ungefähr.
Ja? Das heißt, wenn ich meinen Sitz buche oder wenn ich mein Booking cancel, muss ich immer mich einmal authentifizieren. Ja, das ist da immer mit drin und vorher kann ich meinen Basis-Use-Case auch nicht abgeschlossen haben. Im Gegensatz dazu kann ich hier noch meine beiden Fälle reinsetzen, dass ich sage, wenn ich in die Mensa gehe, dann komme ich entweder rein oder nicht. Das heißt, entweder ich darf mir mein Essen aussuchen, so, oder ich gehe. Ja, und auch das hier, Achtung, Pfeilspitze andersrum, wird entsprechend damit verbunden. Ja, und auch hier käme dann wieder Extend. Und da stellt es euch jetzt einfach vor. Ja, da kriege ich jetzt nicht noch rein. Okay. Das heißt, so sieht dann ungefähr so ein Anwendungsfalldiagramm aus. Ja? Wichtig, Dinge, die jetzt vielleicht ein bisschen implizit aussahen, waren nicht unabsichtlich so. Ja? Das heißt, ich habe keine abgerundeten Ecken, sondern ich habe spitze Kanten. Ich habe keine gepunkteten Pfeile, sondern ich habe gestrichelte Pfeile. Ich habe die Pfeilspitzen in die richtige Richtung. Ich habe keine runden Klammern, auch wenn es teilweise so aussieht, sondern es sind explizit eckige Klammern und ich benenne jeden einzelnen Akteur, damit ich eine bessere Übersicht habe. Das sind einfach Standards, die wir einhalten müssen, damit wir da so einheitlich wie möglich sein können. Denn unser Ziel ist es ja, dass wir hiermit möglichst einheitlich über verschiedene Softwareprojekte hinweg es schaffen, unsere Anforderungen entsprechend darzustellen. Okay? Gut. So, hier ist nochmal wieder ein Zitat, was sich nochmal darauf bezieht, warum ist es so schwierig, Software zu entwickeln. Und das sagt im Grunde, naja, es wäre viel einfacher, wenn meine Anforderungen einfach eingefroren wären, also statisch wären und sich nichts mehr ändern würde. Ja, trotzdem ist es nicht einfach. Also selbst wenn meine Anforderungen eingefroren sind, ist Softwareentwicklung immer noch schwer. Metapher, selbst wenn mein See zugefroren ist, kann ich nicht direkt Eis laufen. Ja? Ich muss vielleicht ein bisschen üben für Schlittschuhfahren und das noch machen. Das kann ich aber lernen. Ja? In der Realität ist leider das Wasser nicht immer gefroren. Leider sind unsere Anforderungen nicht immer festgefroren. Das heißt, es wird immer Fehler und dementsprechend auch Änderungen geben. Gut. Was haben wir gelernt? Wir haben gelernt, dass wir natürliche Sprache und strukturierte Spezifikationen haben und damit unsere verschiedenen Anforderungen ausdrücken können. Ich habe euch gezeigt, dass wir ein Anwendungsfalldiagramm haben, was, ich weiß auch nicht, wieso ich diese schöne Zeichnung immer nochmal zeichne, weil sie so grausam geworden ist, was tatsächlich ein zentraler Bestandteil ist. Ja, ihr werdet um dieses Anwendungsfalldiagramm nicht herumkommen. Maximal klausurrelevant. Ja, ich weiß, das sind immer die magischen Worte. Bietet sich total an für so eine Klausur, ja? Weil man einfach mal so ein bisschen zeigt, dass man sich Spezifikationen gemerkt hat und sie gezeichnen kann und anfordern kann. Okay, ihr habt ja alle eure Anforderungen aufgeschrieben und verbessert und die sind wunderbar. Das heißt, ich würde euch empfehlen, mit diesen Anforderungen nochmal so ein kleines Anforderungsdiagramm zu malen. Ihr habt ja alle euch auf ein System geeinigt, also sollte das da alles reinpassen und versucht mal, den Anforderungen, die ihr in natürlicher Sprache gemacht habt, entsprechend Überschriften zu geben und dann in so einem Anwendungsfalldiagramm darzustellen. Versucht auch gerne Include- und Extend-Beziehungen da drin zu haben. Vielleicht habt ihr noch mehr Anforderungen, die euch dann einfallen, die ihr da reinsetzen könnt. Und dann könnt ihr euch auch selbst gegenseitig versuchen, mögliche Fehler aufzuzeigen. Ja, habe ich eine abgerundete Ecke? Habe ich die Pfeilspitze in eine falsche Richtung? Diese Extend-Pfeilspitze in die falsche Richtung, sehr beliebter Fehler. Ja, merkt es euch einfach richtig. Okay, ihr könnt damit gerne jetzt schon anfangen. Ich würde es euch aber insbesondere empfehlen, sonst auch zu Hause zu machen. Und wir werden das auf jeden Fall in den Übungen auch nochmal machen. Okay, wenn keine direkten Fragen mehr sind, was nicht danach aussieht. Dann vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und wir sehen uns wieder in der nächsten Woche. Dann steht aber Thomas wieder hier.